An dieser Stelle herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2. Ja. Schauen wir mal. Ja, gehen wir da raus. Jagd. Jagd hat begonnen. Ja. Sophie! Wir werden! Was? Susi, was ist da los? Es war eine Falle! Ha! Scheiße! Susi? Ralf? Scheiße. Hayden, schnell! Sie haben alle Kristalle! Alles, was wir hatten! Wird hier in Massen verfolgt. Wunderbar. Ich sehe Banditen. Und eine Menge Leichen, Sophie. Es tut mir leid. Wusste ich doch, dass die Schweine uns hintergehen würden. Scheiß auf die Wichser, Aiden. Mach sie alle kalt. Oh. Ja, wie gefällt dir das? Ja. Mach ihn kalt! Du gehörst. Dich hol ich mir. Geschafft. Keine Überlebenden. Diese Bestien. Finde die Kristalle. Susi hatte sie. So. Aber jetzt war nicht. Susi? Karl. Sie haben Karl. Was? Wo? In ihrem Lager. Wir müssen. Susi? Susi, wo sind die Kristalle? Susi? Sophie, ich habe Susi gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt, verdammt! Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Joes Leute haben Karl entführt. Und ich sehe die Kristalle nicht. Fuck! Shit! Verdammt! Was? Ein Unhold. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Er ist langsam. Aber sei vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Ja. Alter. Moment. So.
Sophie, die haben alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schiefgelaufen. Also gut, jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Wir gehen Carl holen und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Mal. Leben, Mann? Scheiße, ich werd sentimental. Das habe ich seit meiner dritten Scheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich, aber mach dir keine Hoffnung. Bin ich so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander rausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Carl als Geisel genommen. Ah, oh, scheiße. Genau, ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Verschafft ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Ato ins Zentrum. Sie sind weg. Sie waren doch so schön. Ich habe alles für sie geopfert. Alles. Und trotzdem. Kauf hier und jetzt. Was soll der? So. Du bist hier immer willkommen. Ah, Bett gibt's hier ganz. Das heißt, wir laufen noch ein bisschen bei Nacht rum. Und hoffe, dass keine Jagd auslöst. Das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen. So. Drucken. Yeah.
Jetzt. Wie ich dir danken soll. Reicht das? Putzmittelregeneration. Auch nicht schlecht. So. Na komm. Ich hoffe, den packe ich. Sehen jetzt mal bespringen. Auf geht's. So. Warte, ich kann nichts. Das ist ein bekannter Ort. Okay. Hallo, Herman. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Eddie!
Mia? Aiden, was ist denn los mit dir? Mia, wo bist du? Mia? Oh nein! 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 Oh Gott. Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Warum war Herman nicht mit bei der Mission? Gegen den Kerl hätten die keine Chance gehabt. Er? Er ist stark, aber hilflos wie ein Kind. Ein verdammt großes Kind. Du verstehst das nicht. Herman ist fast taub. Er war früher der Leibwächter meiner Mutter. War schon immer da, soweit ich mich erinnern kann. Nachdem sie gestorben war, blieb er in unserer Nähe. Einmal ging das Licht in meiner Unterkunft aus. Die Infizierten brachen durch ein Fenster. Herman versperrte den Weg und warf eine Granate auf einen Infizierten in der Nähe. Er überlebte die Explosion, aber verlor sein Gehör. In einem Kampf Mann gegen Mann ist er beinahe unbesiegbar. Aber wenn er von hinten überrascht wird, ist er so verwundbar wie ein Kind. Eine Wahnsinnskombination, vor allem für ihn. Deshalb bevorzuge ich es, ihn im Auge zu behalten. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Mach dir keine Vorwürfe. Es hätte viel schlimmer kommen können. Wenn ich auf mich gehört hätte, hätten wir jetzt Wasser und mehr von unseren Leuten wären am Leben. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast getan, was Karl wollte. Ja, aber ich lasse nicht zu, dass er den Basar ins Verderben führt. Verstehe. Du denkst, Jack und Joe könnten etwas mit dem Mord an Lucas zu tun haben? Joe vielleicht. Er ist ein totaler Psycho. Und ein Dieb. Er wusste, die Peacekeeper hängen ihn, wenn sie ihn erwischen. Aber Jack hätte das nicht zugelassen. Ist zwar ein Feigling, aber er denkt rational. Mhm. Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unserer Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Hätten wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Ja. Birdie, auf dich! Du und Birdie, ihr standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter, zeigte mir immer seine Werke und sagte, die anderen wären zu dumm, um sie zu verstehen. Hab ihm nie gesagt, wie schlecht sie waren. Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war 10 Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung, aber er hatte sonst niemanden. Also nahm ich ihn auf. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen, wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und Joe. Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davon kommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie, sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Peter hier. Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um Ihr Leben.
Ich reiß denen die Kehle raus. Ich schwöre. Ich schlitz sie auf. Schau ich das? Langsam. Stück. Nein, schau ich nicht. Verdammt. So, sagen wir zusammen. Oh, mein Gott. Ich hab alles ge... Was wollen Sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Carls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Na, glaube ich nicht. Die scheinen sich über jede Hilfe zu freuen. Das sagen sie. Aber diese Leute hassen uns, Aiden. So wie jeden, der mit uns arbeitet. Wenn sie also den Verdacht hegen, vor allem jemand wie Sophie. Ich komme mit denen klar. Das dachte Lucas auch. Und sehen Sie nur, wie es endete. Es wäre ein Jammer, wenn ich sie irgendwo in der Grube mit abgezogenem Fell finden würde. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lucas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lucas getötet haben, finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Vertrauen Sie den Leuten des Bazars nicht. Sie sind gefährlicher, als sie scheinen. Na, Schicht zwischen zwei Fronten. Aber an dieser Stelle war es mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Wer die nächste Folge nicht verpassen will, abonnieren, aktiviert die Glocke. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. An dieser Stelle, Servus.